Ich habe immer wie so das nächste, ja, wenn ich selbstständig bin, dann bin ich glücklich, dann war ich selbstständig. Dann, wenn ich ein Team habe, dann bin ich glücklich, dann waren wir ein Team. Wenn wir ein Office haben, dann bin ich glücklich, dann hatten wir ein Office. Und schlussendlich waren wir im Office, im Team und ich habe mich genauso leer, wenn nicht noch viel leerer gefühlt als ganz am Anfang. Die Begegnung mit ihm war so der Kickoff für mich in eine Journey, die mein Leben komplett verändert hat. Leute, die mich gut kennen, die fühlen das auch und auch meinen so, ja, ganz ehrlich, du bist nicht mehr der gleiche Mensch. Ich fühle mich einfach viel mehr wie ich. Ich kann wirklich sagen, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und das konnte ich früher nie sagen. Was mich angezogen hat, war die Message von, es geht darum, one world, one family. Es geht darum, dass wir als Menschheit natürlich sind, bei uns sind. Und jetzt kann ich einfach sagen, der Weg funktioniert. Hey, mega schön, bist du da. Gunther, magst du dich kurz vorstellen, ein bisschen was über dich erzählen? Ja, mein Name ist Gunther, ich bin 23 Jahre und für mich war schon relativ früh klar, dass egal, was ich irgendwann mal beruflich machen will, es muss was sein, wo ich morgens aufstehe und denke so, nice, ich habe Bock drauf, das zu machen, weil in der Schule oder in der Schulzeit habe ich genau das Gegenteil erfahren. Ja, ich habe mir einfach geschworen, dass ich halt nicht mein Leben so verbringen will. Und so hat sich dann ergeben, dass ich eigentlich nach dem Gymnasium, also im schweizerischen Schulsystem, nach dem Gymnasium mich direkt selbstständig gemacht habe mit meinem Hobby im Bereich Videografie und ja, mich so ein bisschen auf dem Weg dann echt auch irgendwie ja, mit sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt habe oder dazu mal gedacht habe, ich setze mich sehr aktiv mit mir selber auseinander und ich habe da immer probiert, effizienter zu werden, mehr an einem Tag hinzukriegen und so und wo ich dann wie gemerkt habe, so okay, ich habe immer wie so das nächste gejagt, so okay, wenn ich selbstständig bin, dann bin ich glücklich, dann war ich selbstständig, dann wenn ich ein Team habe, dann bin ich glücklich, dann waren wir ein Team, wenn wir ein Office haben, dann bin ich glücklich, dann hatten wir ein Office, wenn wir noch ein Teammitglied haben, dann bin ich glücklich, dann hatten wir es und es ist wie und schlussendlich waren wir im Office, im Team und ich habe mich genauso leer, wenn nicht noch viel leerer gefühlt als ganz am Anfang, als das gestartet ist. Und ich habe einfach wie so für mich so gemerkt, dass egal wie weit ich dieses Spiel weiterspiele, es hat wie immer was gefehlt. Ich habe immer noch was gesucht und das wie nicht gekriegt. Also ich habe wie eigentlich, also so rückblickend kann ich sagen, ich hab wie so die Erfüllung im Außen gesucht, so ja, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und irgendwann dann, das war Ende 22, war ich dann wirklich am Punkt, wo auch eine Trennung dazumals mit der damaligen Partnerin war, wo ich dann das Glück hatte, dass ich wirklich einfach mal auf die Bremse gestanden bin und einfach mal mich gefragt habe, so, what is happening here? So, warum fühle ich mich so? Was mache ich hier eigentlich? Weil eigentlich habe ich ja gestartet, damit ich morgens gerne aufstehe. Und dann sitze ich in dem Office, habe mehr, als dass ich mir anfangs hätte erwünscht, also erträumen können. Und ich fühlte mich einfach schlecht. So, und das war so der Moment, wo ich, ja, ich sag mal, schon eine gewisse... Ich meine, ich hatte ja auch immer Spaß, das zu machen. So, es ist nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit mich wirklich schlecht gefühlt habe. So, ich habe mich schon okay gefühlt, also gut gefühlt eigentlich. Aber es hat immer wie was gefehlt. Und an dem Punkt zu sein, war... Ich war nicht depressiv oder so, aber ich habe einfach gemerkt, so ja, oder ich habe mich halt so die Frage gestellt, so ja, ist das jetzt das Leben? Ist das alles, was ich jetzt in dem Leben machen werde? Spiele ich jetzt einfach das Spiel weiter? Mache ich noch so ein Unternehmen, noch mehr Mitarbeiter und dann, ich habe einfach den Sinn darin wie nicht gesehen und ich habe aber auch niemand gekannt, der das irgendwie anders gelebt hat und das war für mich schon eine ziemlich, ja, hoffnungslos ist vielleicht ehrlich gesagt fast ein bisschen too big of a word, aber es war schon so eine Situation von so like, ja, is this it? Ja, so that was my life a couple of years back. Ja, thanks for sharing. Spannende Reise und
bewundernswert, dein Mut auf jeden Fall. Das hast du vorhin gemeint, es gab irgendwie dann so die Stelle, wo du so dachtest, hey, da habe ich mich mega viel mit mir selber beschäftigt oder vielmehr so von, ich dachte, dass ich mich da viel mit mir selbst beschäftigt habe. Was meinst du damit? Magst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Ich habe, ich glaube, 2 Jahre am Stück, ich weiß nicht mehr genau, aber mehr als ein Jahr, wahrscheinlich 1,5 oder 2 Jahre am Stück jeden Tag journaliert, jeden Tag reflektiert, was hat heute Spaß gemacht, was hat keinen Spaß gemacht, warum. Und ganz ehrlich, ich glaube, am Anfang hat mir das zu einem gewissen Grad geholfen, weil ich dann einfach mal versucht habe, so ein bisschen bewusster wahrzunehmen, wann fühle ich was. Aber es war dann eigentlich wie sehr vieles, wenn man es halt wie zu streng nimmt oder ich habe, es ist dogmatisch das richtige Wort? Kann man sagen, Keine denke ich, Ahnung, ja. es wurde dann einfach so wie so, eigentlich wie so ein Gefängnis oder es war dann wie, ich habe das einfach, ich musste das jeden Tag machen, damit ich okay bin. Und wenn ich es mal nicht gemacht habe, dann war ich so, ah, scheiße, ich habe es nicht gemacht. Und ich glaube, was rückblickend auch immer so ein bisschen eine Challenge war, oder was rückblickend dort, wo es wie dann wie so ein Deckel drauf war und ich nicht mehr weiter irgendwie kam damit, ist, dass es war halt immer sehr auf Verstandesebene. So, es war immer sehr, ja, wann habe ich mich gut gefühlt? Okay, wenn ich mit der Person bin, weil, und dann habe ich irgendwie auf Verstandesebene irgendwie versucht zu argumentieren. Also es war sehr so, ich wollte eigentlich aus dem Verstand raus mein Leben optimieren. Ich wollte nochmal 5% effizienter sein. Ich wollte, also so ein bisschen so. Und rückblickend kann ich sagen, dass das echt nicht der Weg, also jetzt rückblickend eben, dass es nicht der Weg ist oder nicht für mich jetzt war oder ist, um wirklich glücklich zu sein, weil schlussendlich, ja, so das aus dem Verstand von so, ja, theoretisch sollte ich ja jetzt mehr von dem machen, aber kann ja sein, dass ich mich in einem anderen Moment überhaupt nicht danach fühle. Und ich war aber so im Verstand, dass ich es mir auferzwungen hätte, dann nochmal das zu machen, was mich ja glücklich macht, weil das habe ich ja gestern herausgefunden. Und dann aber völlig wie so die Verbindung zu mir selber eigentlich nicht hatte. Nicht hatte. Okay, das heißt, da hat sich irgendwas geändert. Wie siehst du es mittlerweile? Was ist da passiert? Also es war Ende 22, ich war so ein bisschen, ich glaube, man kann doch sagen, hoffnungslos im Sinn von so, ja, ist das wirklich, ist es das? Und ich hatte dann das Glück, dass über eine völlig random Connection, also ich hatte da zumindest eine Business Coachin, die mich dann mit Kevalya Kashyap verbunden hatte, also einfach eine Message geschickt hat von so, hey, ihr zwei passt irgendwie zusammen, quatscht mal. Und sie kannte ihn persönlich nicht, So also cool. so ultra random. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe sein LinkedIn-Profil angeguckt, so CEO von irgendwas, denke ich so, okay, spannend, vielleicht braucht er ja ein Video, oder? Kann ich ein Video verkaufen? Perfekt. Und dann dachte ich so, ja, geh in Call rein, business as usual. Und es war halt anything but business as usual. Und es war wie, ja, es war einfach mega spannend. Long story short, ich habe ihn, damals hatte ich regelmäßig noch einen Podcast, habe ihn dort eingeladen und einfach ihn kennenzulernen als Person hat für mich wie eigentlich mich, es hat mich selbst an was erinnert, was schon immer in mir gelebt hat, aber ich wie nie den Zugang dazu hatte, weil ich es ja da außen nirgends gesehen habe. Also, weißt du, es ist wie, it was not possible, so zu leben, weil es macht ja niemand. Und also so seine Art, einfach selbstlos zu geben und einfach zu schauen von, wie können wir was Cooles machen, das allen dient und so. Und weißt du, in der Businesswelt ist es ja häufig so, ja, ich gebe dir so viel und du gibst mir noch mehr. Und es ist das, ich fand das einfach so ansprechend oder ich kann es nicht mal wirklich in Worte fassen. Es ist einfach so, die Begegnung mit ihm war so der Kickoff für mich in Voll. eine Journey, die mein Leben komplett verändert hat. Also ich würde es auch komplett, ich würde einfach straight up lügen, wenn ich wie die Appreciation nicht äußern würde. Ja, oh Mann, mega schön. Ja, ist gut. Kick off for a journey. Ja. So, continue the story. Wie ist es weitergegangen? Wie hat sich dein Leben dann verändert? Was ist passiert? Oder passiert auch immer noch? Ja, definitiv.
Es hat sich wie angefühlt von so, boah, endlich habe ich die Leute gefunden, die actually caren. Und Ja. das war richtig schön. Und so ist es halt auch dann entstanden, also ganz natürlich entstanden, dass ich ihm extrem vertraut habe, weil er hatte keinen Grund, um das zu machen. Und dann irgendwann hat er so gemeint, so, hey, da eben von Maitri-Boot gibt es da die Retreats-Boot-Serie, hat ein bisschen davon erzählt, so, ja, so, er hat das Gefühl, das könnte was für mich sein. Und dann bin ich auf die Webseite gegangen, habe mir das angeguckt und ich dachte mir so, what the heck is this? Also weißt du, ganz ehrlich, ich dachte mir so, was ist das eigentlich? Und ich war dort, also ich war völliger Atheist, ich mit Energien und keine Ahnung, was kannst mich jagen oder konntest du mich jagen? Und ich dachte mir aber so, guck, I mean, es hat schon einen Grund, warum ich irgendwie so eine starke Anziehung zu ihm fühle. Ich vertraue ihm, ich versuche es einfach mal aus. Also ich versuche es aus, ich probiere es aus. Und ich bin dann an das Retreat gegangen. Und mein Verstand war völlig im Widerstand. War völlig so, what is happening here? Wo bin ich hier gelandet? Und gleichzeitig habe ich aber so gefühlt, wie wirklich, also literally bei den Energieprozessen, genau dort, wo ich am meisten Widerstand dazu hatte. Echt, wie so, das hat sich wie so eine Last, die weggeht, angefühlt. Und es ist wie, gleichzeitig war mein Verstand so im Widerstand und so, what is happening here? Und ich habe aber die Erfahrung gemacht von so, I feel a lot, also mir geht es viel besser. Mir ist es wirklich, ich habe zum ersten Mal beim ersten, also Boot 1, 2 war so ein Wochenendretreat, habe ich zum ersten Mal wirklich so das Gefühl gehabt von, ich bin genug. Weil sonst hatte ich immer so, ich muss was tun und nur wenn ich produktiv bin, bin ich lovable oder bin ich gut genug. Und ich hatte literally zum ersten Mal so das Gefühl von, ich kann einfach sein. Und dann bin ich halt weitergegangen, auch mit der Bootsserie. Und ja, jedes Mal same experience. Also Boot 3 war auch noch mit ziemlich viel Widerstand. Boot 4 war dann schon weniger Widerstand, teilweise immer noch. Aber hat sich dann auch sehr viel gelöst. Und es war wirklich jedes Mal einfach noch eine Schicht und noch ein Riesenbrocken, der weg ist. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel natürlicher ich mittlerweile geworden bin. Und ich denke, Leute, die mich gut kennen oder die mir nahe stehen, die fühlen das auch. Also so literally auch erst gerade letztens meine Eltern, die mir gesagt haben, die teilweise nicht wirklich verstehen, was passiert und so. Und Nee. auch meinen so, ja, ganz ehrlich, du bist nicht mehr der gleiche Mensch. Und ich fühle mich auch nicht mehr wie der gleiche Mensch. Aber nicht im Sinn von, ich wurde verändert, sondern vielmehr alles, was ich nicht war, was ich für Masken anhatte und unbewusste Dinge, die ich einfach gemacht habe, die halt aus Konditionierung, die ich gemacht habe, ich fühle mich einfach viel mehr wie ich. Und das ist so beautiful und so stark. So, das fühlt sich so. Ich kann. Und das ist hundertprozentig mit unter anderem diesem Boots zu verdanken oder generell, was mit Maitri-Boot und Tadashuchi und so alles abgeht. So, ich kann literally jetzt sagen, ich habe immer noch Ups und Downs. So, weißt du, ich weiß nicht, ob das jemals weggehen wird. Ist auch, I'm okay with it. Aber ich kann wirklich sagen, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und das konnte ich früher nie sagen. Also ich hätte. Und jetzt kann ich sagen und ich fühle mich so, yes. Ja, bin da die ganze Zeit am Schwärmen, aber es ist halt auch einfach gut, da kann man nicht anders. Ja, Ist doch gut. voll. Wenn ich jetzt versuchen würde, das dem Quantum vor einem Jahr zu erklären, Ja. es ist wie, ich kann sagen, so ja, es bringt ja die Benefits oder das und das und das, aber Ja. wirklich. Ich hätte es nicht verstanden. Darum kann ich einfach nur sagen, give it a shot, try it and then see you for yourself. Und wenn es nichts für einen ist, ist völlig fein. Aber ich denke so, Ja. die Offenheit haben, mal eine Erfahrung zu machen, ist schon sehr, sehr wichtig. Ja. Du hättest es nicht verstanden, verstehst du es jetzt? Nee. Ich glaube, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt verstehe, dass ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Ja, also, aber ich habe auch aufgehört zu versuchen zu verstehen. Also,
generell, vorhin war ich eben immer so in dem Optimierungsdrang und ich wollte verstehen, wie funktioniere ich, warum habe ich die Patterns, woher kommen sie, wie kann ich sie lösen und so. Und das war so krampfartig irgendwie die ganze Zeit. Und jetzt ist es einfach so, alles, was ich eigentlich mache, ist, oder alles, wie ich sein will, ist, ich will einfach auf das hören, was sich richtig anfühlt von Herzen. Also ist dann auch wichtig, actually die Herzverbindung zu haben und Voll. weil manchmal kommt immer noch der Verstand dazwischen. Das ist auch eine Journey, glaube ich. Aber alles, was ich tun will, ist eben aus der Herzverbindung einfach sein und erfahren, wie es ist, das zu machen, was sich richtig anfühlt. So. Ja. Eine Journey vom Verstand ins Herzen. Voll. Und ich glaube, was da aber wichtig ist oder was mir selber Ruhe gebracht hat, weil ich war sehr verstandslastig, ist so, dass es geht nicht darum, den Verstand nicht mehr zu nutzen. Voll. Also es geht nicht darum, dass der Verstand scheiße ist und oh, blöder Verstand, geh weg, sondern vielmehr darum, dass ich mich eigentlich vom Herzen oder wie auch immer man das nennen will, Core, das Göttliche in einem, wie auch immer man das nennen will, dass man sich davon, Intuition, whatever, dass man sich davon führen lässt und weil das ist wie, das ist nicht erklärbar, du kannst nicht rational sagen, so ja, manchmal stehst du vor einem Weg und du hast einfach das Gefühl, ich soll rechts gehen, obwohl links eigentlich rational gesehen viel die bessere Entscheidung wäre, aber du hast einfach ein Gefühl rechts und dann, und für mich ist es wirklich so, dass eben, ich will einfach aus dem Herz heraus, oder eben, warum es den Verstand doch braucht, ist so, ich will einfach aus dem Herz heraus entscheiden, in welche Richtung geht's und dann den Verstand nutzen, um das umzusetzen. Also jetzt auch in den Organisationen, wo wir tätig sind, wo es einfach nur Spaß macht, dass da dran zu arbeiten ist. So, was wir tun und was dabei wichtig ist und so, das ist alles, das kommt aus dem Herzen, das ist einfach, weil es sich richtig anfühlt. Und dann geht es aber durchaus darum, mit dem Verstand zu überlegen, so, okay, and how do we get there? Was ist der nächste Schritt? Ja, Wie voll. gehen wir vor? Und ja, das hätte mich oder hat mich beruhigt, dazu mal so am Anfang der Journey zu wissen, ah, okay, es geht nicht darum, dass der weg soll, sondern es geht einfach darum, dass der an den richtigen Platz kommt eigentlich. Dort, wo es eigentlich natürlich wäre, dass er ist. Now, da Shriji kommt auch bald nach Deutschland in die Nähe von Augsburg am 28. Juni. Und 30. am 30. Ja, stimmt, 28. 28. ist was Was anderes. anderes. Genau. 30. Juni in der Nähe von Augsburg. Es ist ein öffentliches Event im Sinne von, wer teilnehmen möchte, ist willkommen und hat da die Gelegenheit, seine Präsenz live zu erfahren. Würdest du es Menschen empfehlen? Das mache ich. Ich kann einfach teilen, wie es für mich persönlich war, ihn persönlich kennenzulernen. Und für mich war es, also man hört immer wieder so Stories von so, ja, du siehst ihn und dann erfährst du einfach bedingungslose Liebe und dann ist es das. Und bei gewissen Leuten ist das auch so. Ganz ehrlich, bei mir war es nicht so. Aber was, ich war immer noch ziemlich im Widerstand und dachte so, was passiert hier? Was ist das? Und für mich hat es aber wie in dem Moment habe ich nicht verstanden, was eigentlich passiert ist. Und erst rückblickend kann ich einfach sagen, like, also rückblickend, I had no clue, was wirklich passiert ist. Und ich bin so dankbar, dass es passiert ist. Das ist es wie, ich würde es allen empfehlen, auch wenn irgendwie der Verstand teilweise laut ist und sagt so, what is happening here? Die einen werden eine mega krasse Erfahrung schon vor Ort haben, andere werden es erst später überhaupt merken, dass sich was verändert hat, aber von allen Leuten, die ich kenne, die irgendwie das Glück mal hatten, hat sich bei allen was geändert, auf kurz oder lange Sicht so. Und zwar in eine Richtung mehr zu ihnen. Das kann ehrlich gesagt im ersten Moment auch schmerzhaft sein. Es kann auch sein, dass erstmal irgendwie was hochkommt, was eigentlich nicht wirklich dir selber ist und das kann konfrontierend sein, aber it's worth it. Ja, Na, voll. thanks for sharing. Noch ein Gedanke dazu, ich weiß nicht, vielleicht ist es gar nicht relevant, but I wanna share. Für mich, was mich angezogen hat, ist ganz ehrlich, ist nicht er als Person. Ich fand das weird. Ich fand das ehrlich gesagt einfach weird, okay, jetzt sitzt dann in, also weißt du, jetzt dumm, weißt du, ey,
Ich muss nicht mal ein Disclaimer machen, because they know how much I love them. Aber es ist wie, ich fand das irgendwie schräg. Und was mich aber dort angezogen hat, war die Message von, es geht darum, one world, one family. Es geht darum, dass wir als Menschheit natürlich sind, bei uns sind. Und am Anfang fand ich es noch ein bisschen schräg. Und jetzt kann ich einfach sagen, der Weg funktioniert. Like, he knows, wie man dorthin kommt. Das ist wie, wenn ich als Schweizer aufs Matterhorn, der bekannteste Berg der Schweiz, will, dann nehme ich mir am besten einen Bergführer, der schon ein paar Mal den Pfad gelaufen ist und der weiß so, hey, bei der Abzweigung geh lieber rechts, weil links dort ist Absturzgefahr oder keine Ahnung was. Ja. Und ich denke, das ist auch so in der Reise wieder mehr zu sich selber, ist, glaube ich, sehr ähnlich. Und wenn du aufs Matterhorn gehst, nimmst du ja dir auch einen Bergführer, der schon 20, 30 Mal oben war und der den Pfad kennt. Und nicht einer, der auf einer PowerPoint-Präsentation von unten mal gelesen hat, wo es ungefähr durchgehen soll. Ja. Und für mich ist Datashichi dann genau das. Er ist den Weg oder er ist in dem Zustand. Ich habe, ehrlich gesagt, ich kann es nur so weit verstehen, wie ich selber bin. So, ich kann gar nicht drüber hinweg verstehen, was eigentlich ist. Also ich habe ein sehr limitiertes Understanding von was sein Zustand eigentlich ist. Aber aus meiner Perspektive, er ist einfach in dem Zustand, dass der ist völlig natürlich und einfach nur Liebe. Like literally nur Liebe. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich sage. Und das ist halt, das kann der Verstand nicht verstehen. Es ist wie, like, just experience it. Und ganz ehrlich, ich habe es, glaube ich, noch nicht voll experienced, sondern ich habe es nur zu dem Grad experienced, zu dem ich gerade fähig bin, das aufzunehmen. Und ich denke, das ist teilweise auch beruhigend zu merken, und so, ah, okay, ich kriege nur genauso viel, wie ich auch handeln kann, aber so viel, dass es mich vielleicht auch challenge. Ja. Tief durchatmen. Hast du noch neben dem Gedanke, der jetzt gerade noch aufgepoppt ist, was du mitgeben möchtest? Vielleicht auch, was man vielleicht als Vorbereitung tun oder nicht tun sollte? Sonst irgendwas, was du Leuten mitgeben magst, die zumindest mal neugierig geworden sind? Also ganz ehrlich, ich kann es nicht rational argumentieren, warum. Ich kann nur sagen, wenn irgendjemand das Gefühl hat, irgendwie zieht es mich an, irgendwas ist da, go for it. Und wie würde ich dorthin gehen? Es ist natürlich schwierig zu sagen, ja, komm ohne Erwartung, weil das implizit immer irgendwie eine Erwartung oder ist, glaube ich, noch normal jetzt. Aber möglichst einfach neugierig zu kommen und offen zu kommen und relaxed zu kommen. Ich glaube, das ist vor allem wichtig. Und dann einfach, like, einfach offen. Whatever needs to happen, happens. Und dann wird's schon, ja. Thanks. Open and relaxed. So, we'll meet you in Augsburg. Yeah, I'll be there.